Willkommen, meine Damen und Herren, verehrte Comic-Fans. Um die Classics-Line 2013 zu unterstützen, wurde eine einmalige Sammelaktion ins Leben gerufen. So wurden vom Planet Eternia und dem Rest des Universums tapfere Helden und Heldinnen gesucht, die eine Summe X zusammenlegen und im Gegenzug einen Comic der alten Europa-Hörspiele zu Masters of the Universe erhalten. Sollte es doch erst nur ein digitales Comic werden für die wunderbaren Spender, so waren bald so viele tapfere Mitstreiter an Bord des Raumschiffs Project Audioplay Comic Book, dass wir das Projekt erweiterten. Es wurde angestrebt, das Heft zu drucken. Wir gaben den Leuten eine befristete Zeit, um sich uns anzuschließen und darüber hinaus 5 Titel der 38 zur Wahl stehenden Hörspiele in die Vorauswahl zu schicken. Es wurden 5 Hörspieltitel gesucht, die in die Endabstimmung kommen sollten. Da 2 Hörspiele die gleiche Anzahl an Stimmen hatten, wurden es 6 Titel. Und diese Titel waren Sternenstaub, Todestor, Sturm auf Castle Grayskull, Höhle des Schreckens, Doppelgänger und Anti-Eternia. Lange wurde abgestimmt, lange wurde gewartet. Und viele, sehr viele, ja fast doppelt so viele wie zuerst nötig, wollten dabei sein und ein Teil dieses Projektes werden. Leider haben uns ein paar verlassen müssen. Viele der Comicgruppenmitglieder haben sich beteiligt an der Wahl. Einige haben nichts von sich hören lassen, andere haben sich enthalten. Doch mit 117 Stimmen von 134 Leuten kann man von einer guten Wahl ausgehen. Doch nun ist diese Zeit endlich vorbei und die Wahl ist entschieden. Aus diesen 6 Hörspielen wurde ein Gewinner ermittelt. Es sah längere Zeit nach einem eindeutigen Sieg aus, doch dann holten die anderen im Laufe der Tage auf und ein Titel blieb auf der Strecke. Dieser Titel war Todestor. Weit abgeschlagen mit 9 Stimmen. Todestor also auf Platz 6. Schade, schade. Platz 5, 15 Stimmen für diesen Titel. Wenn doch nur jeder einen Doppelgänger gehabt hätte, aber so leider nur Platz 5 für Doppelgänger. Platz 4, 17 Stimmen. Wir bestehen alle daraus und Orko kann es herzaubern. Sternenstaub. Platz 3, mit 21 Stimmen für das verbotene Experiment. Anti-Eternia. Doch wer ist auf Platz 2? Und wer ist die Nummer 1? Es war eine unglaubliche Aufholjagd in den letzten 10 Tagen der Abstimmung. Dann aber Gleichstand. Beide haben 27 Stimmen. Was sollten wir tun, wenn es so bleibt? Nochmal abstimmen? Das Hörspiel nehmen, das zuerst die Stimmenanzahl hatte? Ich weiß es nicht. Doch dann, 3 Stunden vor Ende der Wahl, kam eine letzte Stimme ins Postfach geflattert. Und die war von User Titan. Ist er heute hier? Sieht er uns zu? Sei gegrüßt. Du weißt natürlich, für welches Hörspiel du gestimmt hast. Und somit weißt du jetzt schon, wer gewonnen hat. Für alle anderen verkünde ich es jetzt. Mit nur einer Stimme Vorsprung gewinnt... Sturm auf Castle Grayskull! Gratulation an diejenigen, die es gewählt haben. Und ich hoffe, alle sind zufrieden mit der Wahl und werden mit dem Ergebnis in Comicform zufrieden sein. In ein paar Wochen gehen die Arbeiten daran los. So stay tuned for updates in your mailbox. Ich wünsche allen eine gute Nacht. Und wer dazu etwas sagen möchte, guckt einfach unter dem Video in den Kommentaren. Dort findet ihr einen Link zum Thread dafür. Vielen Dank und gute Nacht.